Ja, hallo, Servus und grüße euch zur Alpha 12 7 Days to Die. Ganz kurz vorerst, durch das Update von der Alpha 11 auf die Alpha 12 sind leider die Speicherstände ja nicht mehr verwendbar. Das heißt, wir müssen ganz von vorne beginnen. Den Rest erzähle ich euch am besten gleich in-game. Ich habe es ja jetzt persönlich schon ein paar Mal gestartet und selber jetzt einmal ein, zwei Stunden gespielt. Einfach damit ich ein bisschen Eindruck von der neuen Version bekomme. Wir sind, wie es ausschaut, irgendwo im Wüsten Steppenbiom gespawnt. Puh, eins kann ich euch sagen. Wer die Alpha 12 schwer gefunden hat, der wird seinen Spaß mit der Entschuldige, wer die Alpha 11 schwer gefunden hat, der wird wirklich seinen Spaß mit der Alpha 12 haben. Die ist unglaublich schwer. Ich bin in meinen Soundsetting-Aufnahmetests eigentlich außer gestorben, nur gestorben, und kaum war ich wieder am Leben, bin ich gleich wieder gestorben. Zombie-Massen ohne Ende, also es ist wirklich fürchterlich. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen, ob wir überhaupt irgendwie. Ich treffe da nichts. Jetzt. Jetzt ging es, das würde ich treffen. Ob wir überhaupt irgendwo irgendwie hinkommen. Ja. Egal. Ich versuche da jetzt einmal ein paar Sticks und Stones und so weiter zu craften, zu looten, besser gesagt jetzt in dem Moment einmal, weil wir brauchen ja zumindest eine Axt. Es ist noch relativ dunkel. Strahlend blauer Himmel, finde ich angenehm. Ja, gut. Wüstenbiom, mag ich nicht wirklich. Ich möchte lieber wieder ins grüne Biom marschieren. Okay, wir sind ja gar nicht im richtigen Wüstenbiom. Einfach, weil wir dort mehr Ressourcen haben, wie Bäume und so weiter. So, haben wir schon. Okay, Fibers haben wir, Sticks. Bin ich eigentlich schneller, wenn ich das mit der Faust abbaue? Na, nicht wirklich. Da geht das mit der Fackel schneller. Weil wir brauchen ja die Fibers auch, dass wir uns zumindest eine Hose basteln können. Jo, Kondition geht ihm aus, bevor wir weiterlaufen. Einer der Dinge, die sich geändert haben, das finde ich ganz nett, ist, es gibt ein direktes Menü auf den einzelnen Gegenständen. Also wenn ihr rechte Maustaste drückt, Craft, da kann man gleich, das habe ich mir eigentlich noch gar nicht so angeschaut, ja genau, da kann man sich durchklicken und er zeigt an, was man braucht und würde das, wenn wir alles haben, oben schon vorbefüllen. Das finde ich einmal sehr nett. Take ist, nimm das daher. Wenn das, früher ist es so gegangen, man hat es anklicken müssen, man hat es reingeben müssen. Wenn man jetzt mit Linksklick die Shift-Taste haltet, kann man das so steuern. Shift-Taste und Rechtsklick teilt den Stapel. Finde ich ganz nett. Examen sind da noch einmal ein paar zusätzliche Informationen. Beziehungsweise beim Splitten kann man da auch den Counter selber einstellen. Finde ich jetzt eher mühsam und nicht notwendig, weil normalerweise, also wie gesagt, Steuerung, Rechtsklick, nein, ist nur eins. Shift, Rechtsklick ist genau die Hälfte vom Stapel. Das reicht ja schon in den meisten. Und normal Shift, Linksklick ist, nimm das Zeug ins Inventar, beziehungsweise Shift, Linksklick, leg's in den Rucksack. Finde ich nett. So, das Wichtigste einmal die Bandage und die Fackel. Wir brauchen noch Steine. Dann können wir ja wieder unsere erste Axt craften. Die Baumwolle für Hosen und so. Hemd, ich glaube Hemd, Hose und ich weiß jetzt gar nicht genau, müssen wir dann schauen. So, grafisch. Es gibt irrsinnig schöne Wolken und auch Wettereffekte. So, wo will ich hin? Da hinten, das schaut aus, als würden Bäume wachsen, aber da sind sie ja. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ich würde sagen, dann laufen wir gleich einmal dorthin, wo tatsächlich Bäume sind.
Ich muss halt nur wieder schauen, dass ich genügend Steine und so weiter einsammle. So, wir craften unsere erste Axt. Und das ist auch schön, wenn wir genügend Materialien haben. Bei den Basics, das sind so quasi wirklich die Survival Basics, die haben jetzt ein eigenes Menü, bilde ich mal ein. Und da wird das gleich vorbefüllt. Also ihr müsst das nicht so wie bei der letzten Version, hat man jetzt erst einmal bauen müssen und dann konnte er das, sondern die Basics kann er scheinbar instant. Yay, wir haben wieder die Mörder-Killer-Steinaxt. Weil mit der können wir jetzt tun, können wir schneller Fiber sammeln. Ich bin undetected. Bezüglich zum Schwierigkeitsgrad, den ich anfangs erwähnt habe, ich sag's ganz ehrlich, ich hab's während meinen Testaufnahmen mittlerweile voller Frust auf die Schwierigkeit Scavenger gestellt. Also das ist tatsächlich die Noob-Schwierigkeit. Weil die Zombie-Horden, die da im Moment unterwegs waren, das. Also es war extrem schwer. Gut. So, Überblick gewinnen. Wir sind noch immer undetected, finde ich gut. Aber so wirklich der versprochene Wald ist es auch nicht. Was ich sehr geil finde in der Version 12, wenn wir mal schauen auf die Map, die Biome verlaufen fließend. Oh no, ich kann was hören, ich kann was hören, was ich nicht hören will, glaube ich. Die Biome verlaufen fließend. Das heißt, früher waren die Flüsse quasi die Biomgrenze. Ich kann den Stein nicht aufheben. Waren Flüsse die Biomgrenzen und jetzt geht das fließend von einem Biom ins nächste über. Das finde ich sehr fein. Verleiht der ganzen Welt einen realistischeren, organischeren Eindruck. Wenn denn nicht die Zombies wären, wäre sie richtig schön zum Urlaub machen da. Ja. Genau, und ja, die sind neu, das sind Bären. Die hoffentlich nicht mehr Ausdauer und Kondition haben als wir. Verdammt, der ist noch immer hinter mir her. Und ein. So, und so ist man die letzten 2 Stunden Testaufnahmen, Test-Gameplay gegangen. Ja, ansonsten kann ich euch eigentlich noch gar nicht viel mehr zu dem Spiel sagen, außer dass es verdammt geil ausschaut. Wir sind noch immer hunted. Die Lichteffekte sind sehr nice. Wettereffekte, vielleicht haben wir Glück und es fängt zum Regnen an. Dann sehen wir die auch mal. Und ja, sobald wir die ersten Zombies begegnen und bekämpfen müssen, wenn wir vielleicht das Haus ins Haus wollen. Werd's wissen, was ich meine mit, es ist verdammt schwer worden. Also es hat mittlerweile echt den Punkt erreicht, wo ich, also in der 11er Version war ich relativ safe. Da habe ich mir gedacht, okay, passt, sobald wir ein Haus haben, die paar Zombies wegräumen, war nicht so schwer. Aber ich finde im Moment, selbst in der Schwierigkeitsstufe sehr leicht, bin ich extrem überfordert mit dem Schwierigkeitsgrad. So, ich laufe jetzt da mal irgendwo in irgendeine Richtung. In der Hoffnung, dass uns nicht die Energie ausgeht. Ja, das hakelt irgendwie stellenweise. Ja, Schneebiom. Okay, kann ich euch das auch gleich in der ersten Folge zeigen? Ich hoffe, die Lautstärke passt, dann hört man nämlich die den Schneeknirschen beim Gehen. Und ich höre eine Biene. Boah.
ich sehe. Hätte man was zum Schießen, wäre es nicht ganz so schwer. Ah, Hornisse. So. Undetected, ich kann sie aber hören. Und vor allem, die sind überall. Also der Schwierigkeitsgrad in der Alpha 12. Ich hoffe, sie patchen es ein bisschen runter. Mir ist es ehrlich gesagt im Moment zu schwer. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Was ich da gesehen habe, ist, wäre eigentlich eine super Ausgangssituation. Wir haben da hinten. Verdammt. So, schauen wir mal. Ja, die haben eine irre Reichweite. Und tauchen relativ schnell in sehr großen Mengen auf. Undetected, wobei der da hinten, der macht mir schon wieder Sorgen. Was ich selber vorhin, ich habe mal bei meiner Lieblings-Let's Play-Crew reingeschaut, bei der Hirnsturz-Crew. Dort habe ich gelernt, dass die zentrale Stadt, da unten haben wir ja die Positionen, immer bei 0-0 ist. Also in dem Fall schauen wir da jetzt eigentlich Richtung zentrale Stadt. Und das ist die da hinten. Die ist extrem groß, die ist extrem zerstört und leider auch extrem zombie-verseucht. Also möchte ich nicht unbedingt ganz in der Nähe der zentralen Stadt hausen müssen. Sagen wir mal hausen müssen. So, was ist mit dir? Ah, ich glaube, ich habe die jetzt vorhin nicht gelootet. Sondern ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwo jetzt eine kleine Hütte finden, die wir in Beschlag nehmen können. Dann wäre es einmal im Vergleich zum vorigen Spiel ein ziemlich geiler Anfang. Ja, was auch cool ist, unten links überm Nahrungsmittelsymbol, da ist ein ziemlich geiler Buff. Dieses, keine Ahnung, Blatt oder diese Eichel mit dem Kreuz drinnen. Das bedeutet, wenn man genug gegessen hat, wird jeweils eine Sekunde, also nach 60 Sekunden bekommt man ein Leben dazu. Finde ich sehr nett. Ist fein und ja. Sorgt dafür, dass man sich immer gesund ernährt. Gut. Ich werde wieder Blümchen sammeln. Ja, das hakt irgendwie. Also ich bilde mir ein, vielleicht ist es jetzt auch nur subjektiv, vielleicht bin ich auch nur einfach durch die Hitze beeinträchtigt. Also es ist ja nicht unbedingt gerade der kühlste Tag des Jahres. Aber ich meine, grafisch gibt es nichts zu meckern. Grafisch ist extrem schön und auch wieder die Flare-Effekte unglaublich geil. Vielleicht haben wir ja Glück und es zieht ein Gewitter auf oder es fängt zum Schneien an. Aber jedenfalls nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte, vom Ablauf herunter vorkommen ist mir die Alpha 11. Also einfach dieses Einsammeln der Dinge am Boden. Also bei Steinen muss ich oft 3, 4, 5, 6 Mal auf E drücken, also für Einsammeln, bis er ihn dann mitnimmt. Genau, Bäume können jetzt umfallen und uns nicht verschlagen. Aber das Geile ist, nicht nur uns, sondern auch würden da Zombies stehen oder wären dort Zombies gestanden, könnte man damit auch die Zombies erschlagen. Ist ja schon mal sehr geil von der Idee her. Ja, ich sage euch was. Wir haben die große Stadt als Nachbarschaft. Ich werde jetzt da mal gleich ein kleines Häuschen bauen. Wir haben zwar noch absolut keine Dinge gefunden, die wir sinnvoll brauchen könnten. Sprich, Fortspuk und so weiter und so fort. So, wo ist jetzt der Baumstamm? Aber die könnten uns ja dann in der großen, weiten Stadt organisieren. Ich möchte jetzt nur eine Stelle finden, die halbwegs gut ausschaut.
Vielleicht wirklich da oben auf diesem Schneehügel. Wir sind undetected, wir sehen rüber zur großen, weiten Stadt. Und ich höre schon wieder eine Fliege, also eine Wespe, eine Infizierte. Ah. Cheerleader. Zirk da was an, Kind. So. Jana, ich würde mal sagen, wir sind undetected. Ich fange jetzt einfach mal an. Hier brauchen wir natürlich zuerst einmal die Wood Frames, also Wood Planks, daraus dann Wood Frames. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich höre schon wieder Schritte. Da unten, aber wir sind undetected. Okay, ist jetzt vielleicht auch nicht wirklich die beste Position. Nein, weil in dem Moment, wo wir da jetzt zum Bauen anfangen, sind wir detected und haben ein Problem mehr. So, den Hasen, der hat jetzt noch Glück, dass wir selber ums Überleben kämpfen. Für Frühstück organisieren sind wir noch viel zu weit weg. Okay, so. Undetected. Wir müssen aus den Cottons, so wie ist das gegangen, Steuerung rechte, nein, Shift rechte Maustaste. Cloth Fragments. Ich möchte zumindest einmal einen Schlafsack haben, damit wir zumindest das bauen haben. Das finde ich ganz okay. Wir haben genug Wald. Sleeping Bag, Craft. Wir haben genug Wald, wir haben die große Stadt in greifbarer Nähe. Das heißt, es wäre eigentlich ganz okay, wenn wir da spawnen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir nicht weiter in den Wald reingehen sollten. Wäre, glaube ich, von Vorteil. So. Flashlight und was zum Trinken. Wohin wollen wir? Wir sind eigentlich undetected. Was ist das? Ist das Kohle? Oder einfach nur schwarzer Stein? Was zum Trinken wäre jetzt nämlich noch nicht schlecht. So. So, ich hoffe, der sieht uns nicht. Gegen die habe ich schon mal gekämpft. Die halten extrem viel aus. Verdammt, die rennen da überall herum. Das ist einfach, das ist eine schlechte Gegend. Zum Spawnen ganz okay. Wir schauen, dass wir weiter Richtung Wald reinkommen. Jetzt einmal. Vielleicht ist ja da hinten sogar ein fertiges Häuschen. Was haben wir da? Irgendeine Talsohle. Also es sind auch weitaus mehr Zombies in der Landschaft als wie. Nicht der Dicke, nicht der Dicke. Undetected. Es sind auch mehr Zombies unterwegs als wie in der Alpha 11.
Ja, so wie das klingt, ist der ziemlich nah. Scheiße, ich habe den Hammer nicht repariert. Hunted. Von wem? Ja, noch dazu von so einem. Ich hoffe, das geht sich aus. Ah. Verdammt. Okay, Glück gehabt. Also solange es einzeln auftauchen, geht's ja, ist ja machbar. Wirklich ungut wird's, wenn, und das habe ich auch schon gehabt, auf einmal 10, 15 vor einem stehen. Also da habe ich in der Alpha 11 kleinere Horden bekämpfen müssen, als da teilweise instant auf einen zustürmen. Na gut, 20 Minuten erreicht. In 20 Minuten sogar mehr gesehen als in den ersten Folgen zu meiner Alpha 11, zu meinem Alpha 11 Let's Play. Bis jetzt haben wir Glück gehabt. Ich klopfe auf Holz. Moment, ich brauche Holz. Ich klopfe auf Holz. Damit es auch richtig passt. Ich klopfe auf Holz. Ich hoffe, es geht so gut weiter. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir kämpfen ums Überleben in 7 Days to Die Alpha 12. Danke fürs Zuschauen. Ciao, baba.